erzählen. Und eine Reihe von Geschichten, die so alle etwas zu tun haben mit Vertrauen und damit auch irgendwie mit Gelassenheit und damit auch, ihr werdet schon sehen. Die erste Geschichte ist eine der bekannteren Geschichten. Es war einmal, vor langer, langer Zeit, ein König und der hatte einen Minister. Und dieser Minister hatte eine Lebensphilosophie. Und die Lebensphilosophie war, ist es alles zum Besten. Und der König hatte diesen Minister ganz gerne um sich herum, denn wenn Dinge schief gingen, sagte der Minister, ja, eure königliche Hoheit, es wird schon alles zum Besten sein. Und oft konnte dann der Minister auch zeigen, warum das, was scheinbar eine Katastrophe war, nachher doch zum Besten war. Und so war der ganz froh, dass er so ein Optimist da war. Die Nörgler und Schwarzmaler hat er auch genügend gehabt, die haben ja auch ihre Funktion. Und eines Tages ging der König, das ist jetzt keine rein yogische Geschichte, auf Jagd. Machen wir als Yogis nicht. Und er nahm seinen Minister mit und sie gingen irgendwo in den Wald und der König mit Pfeil und Bogen wollte gerade ein Wild erjagen und dann ging die Sehne an seinen Finger und schnitt seinen Finger ab. Finger verloren. Der König lamentierte und der Minister half irgendwo, das so irgendwie zu verbinden, Blutung zu stoppen. Und dabei sagte er, eure königliche Hoheit, ihr werdet schon merken, alles ist zum Besten. Jetzt gibt's Momente, wo von einem normalen Standpunkt aus gesehen man manchmal sich mit weisen Ratschlägen besser zurückhält. Jedenfalls der König ärgerte sich über seinen Minister und sagte, du wirst sehen, was für dich das Beste ist. Und er warf ihn ins Gefängnis bei Wasser und trockenes Brot. Und der König war jetzt der Finger zwar weg und verbannt, aber er dachte, nach ein paar Tagen oder vielleicht auch ein paar Wochen wird er doch wieder jagen gehen. Und diesmal dachte er, gehe ich mal in einen anderen Wald, wo ich hier nicht so viel Glück hatte. Und dann ging er eben in einen anderen Wald und verirrte sich hoffnungslos. Und er ging immer tiefer in den Wald und kam nicht raus. Und dann kam er auf eine Truppe von Räubern, die außerdem Dämonenverehrer waren, die auf der Suche waren nach einem Menschenopfer, das sie ihren Dämonen darbringen konnten. Und was könnte es für ein besseres Opfer geben als den König? Also überglücklich nahmen sie den König gefangen und dann übergaben sie ihm den Priester und schmückten ihn und was so alles dazugehört. Ich weiß auch nicht, was man dort macht für Menschenopfer. Jedenfalls wurden die Vorbereitungen getroffen und der Priester wollte gerade das Schwert heben, um dem König den Kopf abzuhauen und dann sah er, Finger fehlt. Man kann jetzt unmöglich ein unvollkommenes Menschenopfer bringen, dann würde man den Dämonen erzürnen und dann würde Unglück kommen über diesen Räuberstamm. Andererseits war der König jetzt schon da gebracht worden, man kann ihn also auch nicht mehr so umbringen. Also verbanden sie dem König die Augen und brachten ihn aus dem Wald heraus. Und der König war überglücklich über seine Rettung. Er rannte zu dem Gefängnis. Mit seinen eigenen Händen öffnete er das Verlies und sagte zum Minister, du hast recht gehabt, es ist alles zum Besten gewesen. Aber dann leicht verschmitzt sagt er, aber Minister, wenn alles zum Besten gewesen ist,
ich habe dich ja auch ins Gefängnis geworfen. Das muss dann ja auch zum Besten gewesen sein. Lächelte der Minister und sagte, Eure königliche Hoheit, ihr wisst, mein Orientierungssinn ist noch schlimmer als eurer. Ich wäre normalerweise mit euch gegangen und wenn die Räuber festgestellt hätten, dass ihr kein nicht perfekt seid, hätten sie mich geopfert. Daher vielen Dank, dass ihr mich ins Verlies geworfen habt. Die nächste Geschichte ist eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich die jemals hier erzählt habe. Das habe ich mir ab und zu mal erzählt. Es war in einem Dorf. Da gab es ein Ehepaar und das hat sich ganz besonders gut verstanden. Und das galt so als Muster eines guten Ehepaars. Und es gab ein anderes Ehepaar, die haben sich ständig gestritten und ständig geschimpft und so weiter. Und da hatte schließlich die Frau von dem Ehepaar, die sich ständig gestritten hat, ist einmal gegangen zu dieser Frau, die von diesem Ehepaar, das besonders sich immer gut verstanden hat, gefragt, du, erzähl mir mal, was ist denn das Geheimnis eurer guten Ehe? Und dann sagte die Frau, ich zeig's dir mal. Und dann rief sie den Mann, der irgendwo hinten gerade dabei war, Schriften zu rezitieren und sagte, Liebling, kannst du mal kommen? Gut, und der Mann kam gleich. Dann sagt er, du, könntest du jetzt so einen Topf nehmen und da jetzt ein bisschen Weizenmehl reintun? Gut, hat er gemacht. Dann noch ein bisschen Zucker reintun, hat er auch gemacht. Tu noch ein bisschen Öl dazu, hat er auch gemacht. So, und das Ganze jetzt ein bisschen brutzeln machen, hat er auch gemacht. Und jetzt nimm das Ganze und wirf es ins Feuer. Hat der Mann auch gemacht. Und dann wandte sich die Frau an die andere und sagte, siehst du, das ist das Geheimnis einer guten Ehe. Die andere Frau ging dann voller Enthusiasmus zu ihrem Mann. Und sagte, oh Liebling, ich habe jetzt ein geheimes Ritual und mach das einfach und dann wird unsere Beziehung viel besser werden. Sag dann, was hast du jetzt schon wieder für einen Blödsinn, Deutschen? Was soll das denn? Bitte, bitte, Liebling, einmal mach, was ich dir sage. Und dann wird ja so viel gut sein, grummelte er nochmal und sagte, okay. Gut, also nimm jetzt den Topf. Sagt, den Topf, wir haben doch gerade gegessen, was soll ich jetzt den Topf nehmen? Ja bitte, nimm ihn doch. Gut, stell ihn aufs Feuer. Ich will nichts mehr essen. Bitte, stell ihn aufs Feuer, gut. Und jetzt nimm etwas Mehl und wirf's rein. Mehl? Das brauchen wir doch morgen früh. Wir wollen doch morgen früh Chapati haben. Jetzt willst du das Mehl dort reinwerfen. Bitte, mach's. So, und jetzt noch was Zucker dazu. Zucker? Was soll denn das werden? Außerdem ist es schlecht für die Zähne. Jetzt soll ich noch Zucker dort reinwerfen. Und jetzt noch was, dann bitte, wirf jetzt noch was Öl dazu. Öl? Zucker-Fett-Gemische, willst du mich vergiften? Grummeln, schließlich macht das nochmal. Und zum Schluss sagt es sie dann noch, und jetzt nimm das Ganze und wirf ins Feuer. Er zeigt dir nur einen Vogel und ging einfach weg. Gut, ganz frustriert ging die Frau dann zu der anderen Frau und sagte, du, es hat nicht funktioniert. Lachte die Frau und sagte, was hat nicht funktioniert? Ich habe versucht, meinen Mann dazu zu bringen, dieses geheime Ritual zu machen, und er wollte es nicht. Und dann lachte sie und sagte, das war kein geheimes Ritual, sondern Vertrauen ist das Geheimnis der Partnerschaft. Mein Mann wusste,
wenn ich ihm etwas sage, dann wird das schon irgendeinen Sinn haben. Und wenn ich das vor einem anderen mache, dann wird das einen größeren Sinn haben. Und wenn mein Mann weiß, dann macht er einfach, was ich ihm sage. Nachher hat er mich gefragt, was sollte denn dieser Unsinn? Und natürlich hätte ich das Gleiche gemacht, wenn er mir das gesagt hätte. Aber ich habe es ihm erklärt und dann musste er furchtbar lachen und wir hatten einen schönen Abend. Also, ich weiß nicht, ob ihr euren Partner morgen dazu kriegt. Nächste Geschichte. Das ist eine Geschichte, die habe ich in letzter Zeit häufiger erzählt und manche haben die in letzter Zeit häufig von mir erzählt bekommen, trotzdem, viele kennen sie nicht. Das ist die Geschichte von einem Bauern. Und dieser Bauer hatte einen wunderschönen Hengst. Und alle haben ihn darum beneidet, dass er diesen tollen Hengst hatte. Und dann sagt sie, was hast du ein Glück aus deinem Fohlen, dass er denn so ein großer, großartiger Hengst geworden. Und dann sagt der Bauer, Glück oder Unglück, wer weiß. Es war ein temperamentvoller Hengst und eines Tages war er abgehauen, aus dem Stall ausgebrochen, haben die Bauern gesagt, drumherum haben gesagt, oh, was hast du für ein Unglück, dieser wertvolle Hengst jetzt verschwunden. Der Bauer wiegte mit dem Kopf, Glück oder Unglück, wer weiß. 2 Wochen später kam der Hengst wieder, hatte 1 Dutzend Stuten mitgebracht. Wildpferde und die Nachbarn sagten, oh, was hast du für ein Glück. Und der Bauer wiegte den Kopf und sagte, Glück oder Unglück, wer weiß. Natürlich, Wildstuten mussten eingeritten werden. Und der Bauer hatte einen Sohn und der half jetzt, dass die Stuten irgendwo eingeritten wurden. Das waren aber Wildstuten, Er wurde abgeworfen, gebrochenes Bein. Sagten die Nachbarn, oh, was hast du für ein Unglück, dein einziger Sohn, ob der jemals wieder richtig laufen kann? Das war vor der Erfindung von Gips und von Platten und Nageln und Schrauben und so weiter. Ob der jemals wieder richtig laufen kann? Der Bauer wiegte den Kopf und sagte, Glück oder Unglück, wer weiß. Das ist eine Geschichte aus dem alten Russland. Ein paar Wochen später kamen die Häscher des Zaren. Der Zar hatte wieder einen Krieg vor und hat dafür alle jungen Männer des Dorfes eingezogen. Nur den einen Sohn nicht, denn der konnte nicht laufen, sein Bein war gebrochen und sogar leicht entzündet. Und so sagten die Nachbarn, oh, was hast du für ein Glück. Und der Bauer wiegte den Kopf und sagte, Glück oder Unglück, wer weiß. Nächste Geschichte. Es war einmal ein Vogelpärchen. Und die bauten ein schönes Nest. Und zwar am Strand. So irgendwo, wo die Sonne den Sand aufwärmte. Und so konnten eben die Eier gut warm bleiben. Und so war das irgendwo auch eine schöne Aussicht. Und sie dachten, dann haben unsere Kleinen gleich so eine schöne Aussicht auf das Meer und nach oben zu den Palmen. Und so dachten die, haben die das wunderbar gemacht. Kam eine Springflut und die kam so hoch, dass das Nest
weggeschwemmt wurde, mit in den Ozean genommen wurde. Unser Vogelpärchen verbrachte nicht viel Zeit mit traurig zu sein, sondern sie beschlossen, wir werden den Ozean leeren. Denn wenn wir den Ozean ausreichend leeren, dann werden wir das Nest wiederfinden und unsere Kleinen. Und da der Ozean dort relativ warm war, dachten sie, das müsste schon funktionieren. Und dann flogen sie also zum Ozean, nahmen einen Schnabel voll Wasser, flogen auf die andere Seite von der Düne und ließen das Wasser dort runter. Flogen wieder zurück zum Meer, nahmen wieder einen Schnabel Wasser und gaben es wieder auf die andere Seite. Und so flogen sie hin und her. Jetzt auf dieser Düne gab es einen Heiligen, den Agastya, Agastya Muni. Und er war eigentlich dort, um zu meditieren. Und jetzt sah er dort, wie die Vögel immer nach links oder nach rechts flogen. Das war wie eine Art Augenübung. Eigentlich sollte man in der Meditation Körper ruhig halten, aber Augenübung geht ja auch. Und nach einer Weile, da wurde jetzt Muni gierig, was machen die denn da die ganze Zeit? Und Agastya fragte die Vögel, was macht ihr denn? Sie sagen, ja, der Ozean hat uns unsere Kleinen weggenommen und wir werden ihn jetzt leeren, um unsere Kleinen wiederzubekommen. Agastya schaute sich das eine Weile an, dann wurde er von Mitgefühl erfüllt. Agastya, großer Yogi, hatte alle Siddhis und Riddhis, alle großen und kleinen Kräfte. Und er ging zum Ozean hin. Er sprach ein paar Mantras, er machte ein paar heilige Gesten, er öffnete den Mund und der Ozean, erst Quadratmeter und dann Quadratkubikkilometerweise, betrat seinen Mund. Und der Ozeanlevel sank immer tiefer. Kam der Ozeangott raus und sagte, Agastya, was machst du? Meine Lebewesen brauchen Wasser. Sagte Agastya, ja, du hast diesem Vogelpärchen das Nest mit ihren Eiern weggenommen. Gib's ihnen zurück und dann werde ich wieder den Rest von Kunja Kriya absolvieren und den Ozean wieder ausspannen. Eingeweihte verstehen das. Und der Ozeangott sagte, nein, das kann ich nicht machen. Es ist im Karma dieses Paares, dass sie ihr Nest verlieren sollen. Und es ist im Karma dieser Eier, dass dort kein Lebewesen drauf wachsen soll. Sagte Agastya, okay, dann ist es dein Karma, bald kein Wasser mehr zu haben. Und Agastya fuhr fort, kubikkilometerweise das Wasser zu absorbieren. Und schließlich brachte der Ozeangott das Nest zu unseren Vögeln. Die Vögel verneigten sich vor dem Ozeangott, brachten ihr Nest etwas höher auf die Dünen, auf einen Baum und Agastya entließ den ganzen Ozean wieder, das ganze Wasser wieder in den Ozean. Und deshalb gilt das ganze Ozeanwasser als heilig, weil es schon mal im Magen von Agastya war, diesem großen Heiligen und Weisen. So, was bedeutet diese Geschichte? Kann sie auf vielerlei Weise deuten. Eines ist, wenn wir das Unmögliche versuchen und dabei mit voller Intensität weitermachen, dann wird die Gnade Gottes kommen und dass das, was scheinbar unmöglich ist, doch möglich ist. Die Geschichte erzähle ich manchmal im Kontext der fünf Untergesetze des Karmas als eine Geschichte der Geisteskraft, was wir wirklich wollen. Und dann aber auch mit
Es reicht nicht aus, es nur zu wollen, sondern unser Vogelpaar ist stundenlang von links nach rechts nichts anderes gegessen, kein Wasser getrunken, pausenlos hin und her. Und hat geglaubt, es klappt. Also auch dieses Vertrauen kann man haben. Und jetzt noch die letzte Geschichte, die auch um Vertrauen geht. Diesmal geht es ja auch um Gottes Gnade. Und ich werde sie etwas veganisieren. Die, die Geschichte schon gehört haben, werden es feststellen. Vor langer, langer Zeit, vor über 5000 Jahren, wandelten Krishna und Arjuna über die Erde. Und sie nahmen sich, sagten, sie wollen mal auf eine Pilgerreise gehen, und zwar inkognito. Und ohne irgendwelche Nahrungsmittel mitzunehmen, sondern sie wollen von dem leben, was Menschen ihnen geben. Krishna, Inkarnation Gottes, König auf Erden, Arjuna, Prinz, beide Luxus gewöhnt. Aber sie wollten es mal lernen, mal einfach erfahren, wie ist es, auf Pilgerreise zu gehen, von Bettelgaben zu leben. Manchmal geben die Menschen viel, manchmal geben sie ihnen wenig. Und manchmal bekommt man viel Schimpfe. Und manchmal wird man mit irgendetwas überhäuft. Gut, und so gingen Krishna und Arjuna einen langen Tag hinter sich, gleißende Sonne, müde, kamen sie vor ein Haus eines reichen Mannes. Der hatte gerade ein großes Fest gefeiert mit den tollsten Essen. Und es waren noch so viele Essensreste übrig. Und der Arjuna sagte, Krishna, Krishna, da gehen wir hin, da können wir genügend Essen haben und wir nehmen niemandem etwas weg. Und die beiden klopften und der Hauswächter machte auf, sagt, ja, Om Namo Narayanaya, wir sind Pilger, könnten wir bitte etwas zu essen haben? Es reicht ja nur etwas von dem, was übrig ist. Gut, und der Wächter ging hoch, fragte den reichen Mann und der Besitzer des Hauses sagte, faule Bagage, wenn die nicht arbeiten wollen, sollen sie auch nichts zu essen haben. Und Krishna und Arjuna ganz demütig sagten, bitte, bitte, da ist doch noch so viel übrig, bitte gib uns nur etwas, das wird doch sowieso nachher weggeworfen. Und der reiche Mann ließ zwei weitere Leibwächter holen, die nahmen Krishna und Arjuna und warfen die auf die Straße mitten in den Schlamm hinein. Und obendrein übergossen sie noch mit irgendwelchem Dreckwasser. Natürlich Krishna und Arjuna, die hätten nur einen Arm heben können, aber sie waren ja jetzt auf Pilgerreise. Und dann darf man sich noch nicht mal wehren. Gut, die beiden gingen schnell zum örtlichen Bach, wuschen sich, gingen weiter jetzt ans andere Ende vom Dorf und da gab es einen armen Bauern. Und der war ein sehr frommer Bauer. Jeden Morgen und jeden Abend betete er und sagte, oh Gott, lass mich zu dir kommen, lass mich dich vollständig verwirklichen, lass mich die Einheit erfahren. Aber dieser Bauer hatte einen kleinen Besitz. Er hatte so ein kleines Stück Feld, das sehr fruchtbar war und was wo eine Quelle war, das das ganze Jahr bewässert war. Und er hatte dort spezielle Früchte, die das ganze Jahr wuchsen. Und davon, die konnte er dann verkaufen, die konnte er auch noch irgendwie zubereiten und trocknen und manche frisch verkaufen, manche getrocknet und manche nochmal so ein, irgendwie eine spezielle Fruchtzubereitung. Und davon konnte er seinen Lebensunterhalt fristen und zusätzlich unternahm er die ein oder andere Gelegenheitsarbeit. Und zu diesem armen Bauer gingen Krishna und Arjuna. Und der Bauer sah diese Pilger und grüßte sie, sagte Om Namo Narayanaya. Und die beiden fragten, können wir was zu essen haben? Er sagte, ich habe zwar nicht viel, aber was für einen reicht, reicht auch für drei.
Und dann hatte gerade sein Abendessen zubereitet, ein einfaches Abendessen. Und er machte erstmal 3 Teile aus dem, gab den einen Krishna, dem anderen Arjuna. Und der Arjuna war etwas skeptisch, denn der Bauer war offensichtlich dünn, hatte nicht so viel zu essen. Und Krishna aß alles, das dem Arjuna schon peinlich war. Und der Bauer schob seinen Teil auch noch dem Krishna zu und Krishna und sagt zu Arjuna, iss. Und der Arjuna stocherte an seinem Essen und Krishna fragte, hast du vielleicht noch etwas? Und der Bauer hatte noch etwas, woraus er nächsten Morgen eigentlich sein Frühstück machen wollte, bereitet es schnell vor, Krishna, alles verzehrt. Und Krishna schaute mit flehenden Augen an. Und dann gab der auch noch seine besondere getrockneten Früchte, die er eigentlich am nächsten Tag verkaufen wollte, um dafür sich Essen kaufen zu können. Und Krishna, und dann auch noch die frischen Früchte auch. Arjuna war vor Scham schon in den Boden versunken. Und als nichts mehr da war, dann sagte noch Krishna, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya. Und dann verließen sie das Dorf. Und als er das Dorf verlassen hatte, drehte sich Krishna um und sagte, mögen die Reichtümer des reichen Mannes sich vervielfältigen. Mögen seine Äcker viel Frucht geben, mögen seine Handel, seinen Reichtum verzwei, verdrei, verzehnfachen. Und Arjuna dachte, oh, wenn Krishna so großzügig ist, wie wird er jetzt den Bauern bedenken? Und Krishna sagte, und möge das Feld dieses Bauern unfruchtbar werden, möge die Quelle versiegen und diese Obstbäume kaputt gehen. Als Arjuna das hörte, da sagte er, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben, du bist nicht Gott, du bist ein Dämon. Krishna lächelte und sagte, die Gnade ist unergründlich. Dieser reiche Mann hat sowieso schon mehr Geld, als er jemals brauchen kann. Und mit jeder, ich übersetze das mal, mit jeder Million, die er hat, werden seine Sorgen steigen. Er wird keinem Menschen mehr trauen können, er wird nicht mehr wissen, ob irgendjemand sein Freund ist, weil er ihn mag oder nur das Geld. Er wird noch nicht mal Frauen und Kindern mehr trauen können, er wird keinen Geschwistern mehr trauen können, er wird todunglücklich werden und dann wird er erkennen, dass Geld nicht glücklich macht. Denn auch dieser geht einmal die Woche in den Tempel und er weiß, dass er kein guter Mann ist und sagt, bitte hilf mir, ein guter Mensch zu werden. Und in seinem Fall geht das nur, wenn er im Überfluss lebt. Und dann wird er die Chance haben, wahrlich spirituell werden. Und dieser fromme Bauer, der uns so großartig bewirtet hat, betet jeden Morgen darum, oh Gott, du bist mein Ein und Alles, bitte führe mich vollständig zu dir, du gibst mir alles. Aber im Hinterkopf hat er, notfalls habe ich auch noch mein Grundstück, mein Acker, mein Obstbäume, die so fruchtbar sind, von denen kann ich leben. Wenn jetzt dieser Obstbaum ihm weggenommen wird, dann hat er die Chance, sich vollständig mir anzuvertrauen und hat dann nur noch mich. Dann werde ich ihn zu Samadhi führen und danach werde ich zu seinem Sklaven und ihm alles geben, was er braucht.